tosender Applaus für die Slammerinnen und Slammer beim zweiten History Slam des Fugger Forums in Augsburg. Durchgesetzt hat sich beim stimmungsvollen Event im kleinen goldenen Saal am Ende der Slammer Archiv Opterix, alias Christoph Lang aus Eichach. Bislang konnte ich zwei Erfolge aufweisen, eben Malwettbewerb Raiffeisenbank CA Haupt 1985, Kieler Cashspitze Contest 2001. Und jetzt habe ich einen dritten Preis, den ich natürlich noch mit viel mehr Stolz von mir hertragen werde. Den Fugger Slam 2018 haben wir, gell? Ob Prosa, Gedicht oder musikalische Einlage, in drei Durchgängen präsentieren die sechs Slammer aus der Region ihr Können und ihr historisches Wissen über die Umgebung. Denn das Thema des History Slams ist Heimat und Identität. Es geht um historische Identität. Woher kommen wir und was bedeutet das? Teilweise ist es neue Geschichte, teilweise ist es sehr, sehr alte Geschichte, die wir heute verhandeln. Das bedeutet den Leuten immer noch sehr viel, dass sie Schwaben sind, dass sie Altbayern sind. Ob Geschichten, kleine Anekdoten oder typische Charaktermerkmale der Bewohner, alles ist in den Texten enthalten. Zwar sind die Fugger diesmal nicht das zentrale Thema, trotzdem tauchen sie zur Freude der Fugger-Familie in den vorgetragenen Texten immer wieder auf. Jeder, der sich hier mit der Region auseinandersetzt, weiß, dass die Familie Fugger die Region geprägt hat. Und wir haben ja gehört, es gibt Grabsteine und es gibt verschiedene Höfe und es gibt überall, wo man geht und steht, trifft man auf kleine Spuren von den Fuggern. Die rund 200 Besucher sind begeistert von dem Niveau der Slammer und der Veranstaltung. Von den Inhalten her war es einfach mal was ganz Außergewöhnliches, auch dass alle Altersgruppen vertreten waren. Diese Vorstellung der einzelnen Orte, wo man rausgehört hat, wie die einzelnen Teilnehmer, die auch wie auch die Beziehung ist zu den Orten von den Teilnehmern. Ja? Also ich fand es einfach toll. Die nächste Veranstaltung des Fugger Forums findet am 27. September statt.